Liebe Freunde, zur Rhetorik gehört es auch, überzeugen zu können. Und genau das schien Moshe, unseren großen Lehrer, zu stören an sich selber, als er sagt, ich schaffe es nicht, das Volk zu überzeugen. So erklärte Maral seine Schwerzüngigkeit. Und so argumentiert Moshe vor Gott und sagt ihm, schau mal, das jüdische Volk, die Israeliten hören nicht auf mich. Wie soll dann Pharao auf mich hören? Doch dieser Vergleich hinkt, denn die Israeliten hörten nicht auf Moshe. Das wird im Satz davor erklärt, sie waren kurzatmig vor Lastarbeit, hatten sie nicht mehr freies Gemüt und freien Sinn zuzuhören. Was hat das mit Pharao zu tun? Pharao war kein Lastarbeiter, er hatte freies Gemüt, warum sollte er nicht hinhören? Erklärt der Chatam Sofer, das, was Moshe hier in Wirklichkeit sagen möchte, ist was anderes. Er geht zu Gott und sagt, wie soll ich zu Pharao hintreten und von ihm fordern, uns aus Ägypten rauszulassen? Pharao wird mir entgegenschleudern ins Gesicht. Wollt ihr denn wirklich raus? Schau mal deine Israeliten an. Hören sie auf dich? Wollen sie wirklich aus der Sklaverei rausgehen? Solange das nicht der Fall ist, warum soll ich sie denn freilassen? So erklärt auch der Chidushei Harim den Ausdruck, Gott verspricht, ich werde euch aus den Lastarbeiten Ägyptens herausführen. Sivlot kommt vom Wortlaut Lisbol, so der Chidushei Harim, es erdulden, ertragen. Solange das jüdische Volk bereit ist, das Exil, die Lastarbeiten, die Sklaverei zu ertragen, warum sollte die Freiheit kommen? Wenn wir wissen, was wir wollen, dann können wir auch dafür vor anderen einstehen. Solange das aber nicht der Fall ist, warum sollten wir das einfordern können von anderen? Mögen wir immer wissen, was wir wollen, wohin wir gehören, die Erlösung vor Augen haben, einer der Glaubensgrundsätze, jeden Tag an die Erlösung zu glauben. In dem Sinne, Shabbat Shalom.